Ich darf Michael Mayer ankündigen. Er ist fürs Büro Almaney Fischer heute, wird er sprechen. Er hat an der ETH Zürich Architektur studiert und dort diplomiert bei Adam Caruso. 2014 bis 2016 hat er bei 03 Architekten gearbeitet und 2016 eben wurde er Mitglied des Teams von Almaney Fischer, wo er als Projektleiter tätig ist. Zu sehen gibt es ein Wohnhaus in Goldern, was dieses Jahr fertig geworden ist. Ja, vielen Dank. Also das Wohnhaus ist noch nicht ganz fertig, aber es ist schon ein bisschen weiter als auf dem Titelbild, zum Glück. Ich vertrete heute die Frau Almaney, sie ist leider verhindert, deswegen darf ich als Projektleiter das Projekt vorstellen. Steigen wir ein mit der städtebaulichen Situation. Das ist ein historisches Luftbild vom Kontext. Das Dorf ist Goldern, es liegt in Niederbayern in der Nähe von Landshut und man sieht jetzt hier ganz deutlich die traditionelle Hofstruktur, den Hakenhof mit L-förmig angeordneten Wohn- und Wirtschaftsgebäuden. Hier sieht man, das ist jetzt ein ganz schöner zeitlicher Sprung ins letzte Jahr, 2017, das ist der Rest vom Bestand, kurz vorm Abbruch. Hier ist es so, dass eigentlich die Struktur, wir haben zuerst überlegt, ob man mit dem Bestand noch was machen kann, aber dann letztendlich war es so, dass die Struktur, das Obergeschoss war noch in Holzblockbauweise errichtet, eigentlich zu schlecht war und wir dann uns dafür entschieden haben, eigentlich einen Ersatzneubau dafür zu errichten. Hier im Lageplan überlagert jetzt das Gelbe der Abbruch und das Neue dann in Grau. Das ist so, uns erschien das relativ wichtig, eigentlich an diesem Ort, an dieser Stelle, diese spezifische Dichte des Ortes zu erhalten und haben deswegen wollten wir eigentlich dieses Bestandsvolumen in jedem Fall halten. Und man sieht auch, dass wir jetzt städtebaulich relativ kontextuell analog arbeiten und eigentlich vielleicht ein bisschen einfallslos nichts anderes machen, als den Nachbarn zu spiegeln. Das Hauptgebäude folgt der Straße wie das Bestandsgebäude und der Seitenflügel folgt eigentlich der Form des Hakenhofes. Bei den Grundrissen ist es so, dass wir ein bisschen abgewichen sind von dem rein kontextuellen Analogen. Da vermischen sich verschiedene Themen. Es gibt traditionelle Anklänge, wie jetzt vielleicht die Leute, die aus Niederbayern kommen, werden es gleich entdecken. Diesen durchgängigen Flur, der sich von der Straßen- zur Hofseite durchgeht, auch im Obergeschoss. Eigentlich dieser Fletz, den haben wir, weil es funktional gepasst hat, erhalten. Aber in den einzelnen Wohneinheiten ist es so, dass sich dann eben verschiedene neuere Grundrissanordnungen eigentlich durchmischen. Ein offener Grundriss mit einer klaren Hierarchie von Haupt- und Nebenräumen. Das zeigt sich dann auch hier im Obergeschoss. In den Schnitten gibt es noch ein weiteres Thema. Das Grundstück liegt gleich am Hang. Und deswegen gibt es auch ein Split-Level. Das ganze Haus ist eigentlich, um das große Volumen, das man eigentlich erhalten wollte, zu füllen, als Mehrfamilienhaus angelegt. Die Teilung kann sowohl horizontal als auch vertikal erfolgen. Das sind jetzt die zwei Ansichten, die zum Dorf hingehen. Da ist es so, dass die Dorfansichten eher situativ auch eher mit einer größeren geschlossenen Wandfläche und einer komponierten Lochfassade entworfen wurden. Wobei hier jetzt oben ist die Südfassade, da konnten wir uns das Zitat auf die 70er dann doch nicht ganz verkneifen und darunter dann die Hoffassade mit deutlich höherem Fensteranteil und eigentlich einen, dort öffnet sich auch in der Ecke, das sieht man im unteren Bereich, die Fenster, dort öffnet sich dann der Grundriss zum Innenhof. So, jetzt im zweiten Teil genug der trockenen Pläne, jetzt gibt es nur noch Bilder. Hier sieht man, das ist der aktuelle Stand der Baustelle. Das ist jetzt die Perspektive, wenn man jetzt aus dem Isartal hochkommt nach Goldern, das ist eigentlich der Blick von der Straße. So zeigt sich jetzt der Baukörper. Vielleicht ganz kurz zur Konstruktion, also es ist, auch wenn es nicht ganz einfach war, das ganze Gebäude ist eigentlich durchgängig monolithisch in Wärmedämmziegel gebaut, unverfüllte Ziegel und außen und innen verputzt. Es ist tatsächlich also mit den Anforderungen aus Schallschutz und Wärmeschutz und Statik nicht ganz einfach gewesen, aber an dem Ort, wo eigentlich Schallschutz keine Rolle spielt und dann auch nur die Standardanforderungen für Neubau an die NF eingehalten werden mussten, ging es dann einigermaßen. Das situative Entwerferische zeigt sich auch bei der Materialisierung, also vor allem bei den Fenstern jetzt hier exemplarisch. Da ist es so, dass wir eigentlich bei den
Fenstern, die auf der Wetterseite sind, beziehungsweise weiter außen liegen, sind es Holz-Alu-Fenster. Bei den Fenstern, die weiter innen liegen oder eben auf der wetterabgewandten Seite, sind es lackierte Holzfenster. Eigentlich so eine pragmatisch-situative Herangehensweise, die sich da nochmal so ein bisschen ausdrückt. Hier ist jetzt die Perspektive von eigentlich aus dem intimsten Bereich des Hofs, wo sich dann das Gebäude eigentlich am weitesten auch auflöst zum Hof im Erdgeschoss. Also man sieht es im Vordergrund auf der linken Seite. Im Erdgeschoss gibt es einen Wintergarten und darüber eine Dachterrasse und der Blick eben nach vorne auf den Baukörper. Ganz kurz möchte ich auch noch zwei Details ansprechen, die so ein bisschen exemplarisch sind für unsere Entwurfsaufgabe. Hier beim Südgiebel, den Ortgang, wo wir eigentlich versucht haben, was man eigentlich immer so ein bisschen vermeidet, vielleicht auch, so diesen etwas plumpen Ortgangsziegel der Bauindustrie dann zu finden und dann durch eine spezifische oder eine spezielle Herangehensweise zu verfeinern und eigentlich noch ein feines Detail herauszuentwickeln. Hier jetzt ein traditionelles Motiv, die offene Dachuntersicht auf der Hofseite, man sieht es links, die haben wir dann eigentlich verwendet oder mit den Alulatten und mit den aus sowohl Konter- als auch Dachlattung, das dann auch zu transformieren und aufzunehmen. Das ist jetzt eine Perspektive innen im Obergeschoss. Die Stütze ist statisch notwendig in der Ecke und wir haben dann eben noch die aus reiner Gestaltungswillen die zwei Stürze aus Sichtbetonung ergänzt, um auch wieder aus einer statischen Notwendigkeit raus ein gestaltisches Thema zu entwickeln. So, das ist schon die vorletzte Folie. Hier zeigt sich nochmal eigentlich ein Durchblick, der vom Wohnzimmer im Seitenflügel durch die Küche hin zur Garderobe und steht eigentlich zum einen nochmal exemplarisch für Sichtbezüge im Grundriss, aber war auch ein bisschen als Puffer gedacht, falls ich mich jetzt im Vortrag etwas verhaspel. Das hat auch gut funktioniert. Und das ist jetzt die letzte Folie, die um den Kreis nochmal und nochmal zum Schließen zur Perspektive, zur ersten Perspektive hin, wo man den Blick von der Straße auf das Haus hatte, hier jetzt der Blick aus dem Dorf auf das Haus. Ja, das war's. Vielen Dank. Applaus